Willkommen bei Episode 6 von Legacies und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, wie es momentan da voranschreitet. Wir haben nämlich wieder Hope Michelson bekommen, natürlich in ihrer Trybrid-Form, ohne ihre Menschlichkeit. Sie hat jetzt ihren eigenen Plan weiterverfolgt, diese Gruppierung zu finden und hat sich dafür Hilfe geholt. Nämlich ist sie zu Ryan Clark gegangen, der mittlerweile ein normales Leben aufgebaut hat, mehr oder weniger. Und dort hat Hope ihn mehr oder weniger gezwungen, mitzukommen und ihr zu helfen. Sie sind ins alte Triad-Gebäude gegangen und haben dort ein paar Infos gefunden, die sie brauchen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode weitere Sachen oder weitere Infos dazu bekommen, um wen es sich denn eigentlich genau bei dieser Gruppierung handelt. Außerdem ist etwas sehr, sehr, sehr Unerwartetes passiert. Alaric könnte tatsächlich sterben. Er ist jetzt endgültig im Koma und er hat jetzt wohl seine Seele verloren. Es schien so auszusehen, als ob er wirklich gestorben ist. Ist er anscheinend nicht offiziell, allerdings weiß ich nicht, ob er vielleicht aus der Serie rausgegangen ist. Keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Und ich hoffe, dass er das überlebt. Ich hoffe es wirklich sehr, denn er ist einer der Charaktere, die da wirklich es verdient hätten, weiterhin bis zum Ende durchzuhalten. Und vor allem, wenn er jetzt wirklich sterben sollte, muss Caroline wirklich zurückkommen. War eine sehr traurige Szene auf jeden Fall, weil ich habe echt nicht damit gerechnet, dass sie sowas wirklich machen würden, dass sie sich das echt trauen, ihn eventuell jetzt echt umzubringen, habe ich wirklich nicht erwartet. Unsere Gruppe versucht weiterhin, Hope ausfindig zu machen und Hope weiß das natürlich, verarscht sie ein bisschen und sie finden sie nicht. Sie versuchen auch in ihren Testrunden, sie zu besiegen, keine Chance. Außerdem haben wir noch zu guter Letzt Landon gesehen, wie er mit dem Necromancer oder Ted, ja eigentlich wirklich heißt, im Jenseits oder in dieser Zwischenwelt noch interagiert hat und anscheinend findet er jetzt wohl seine Ruhe. Allerdings, dadurch, dass jetzt eben zwei Episoden mit ihm nochmal in dieser Zwischenwelt drankamen, denke ich mal, dass er irgendwie zurückkommen wird, war auch eigentlich relativ klar. Allerdings dachte ich, dass er erstmal ein paar Folgen gar nicht drankommen wird. Mal schauen, wie es weitergehen wird in der nächsten Episode. Was habt ihr davon gehalten? Schreibt es unten in die Kommentare. Was denkt ihr, wird Alaric diese Serie überleben oder nicht? Ich bin sehr gespannt darauf. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Legacies. Bis dahin, ciao.